Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Wir gehen heute zum Schlägerring zurück. Wir haben nämlich alle besiegt, die er uns auf seiner Liste gegeben hat. Und jetzt müssten wir eigentlich bei dem mitmachen dürfen. Und vielleicht auch mal ordentlich Geld kassieren für, wenn wir uns schon prügeln. Oh, meine Assassinen sind alle zurück, sehe ich da gerade. So, sehr schön. Schauen wir mal, was hier so bei dir gibt. Das Turnier. Kämpft! Alles klar. Hast du die Oberhand? Das war nichts. Kopf hoch. Hier liegt. Boom. Boom. Jetzt hast du die Oberhand. Schlag! Jetzt hast du die Oberhand! Ja, gib's ihm! Legt euch ja nicht mit dem Besten an! Sieger! Nächster Gegner. Ja, gib's ihm! Man kann nicht genug Freunde haben. Geliebt! Ha! Ja, gib's ihm! Guter Schlag! Das war nichts! Oh oh, die Zuschauer mögen's nicht. Jetzt hast du die Oberhand! Boom! Schüttel es ab! Der schlägt echt. Ah. Sieger! Wir haben einen echten Herausforderer. Na klar. Ich meine, das ist auch ernst hier. Kämpft! Oh, aber da ist es schon oft lieblos gestaltet, das Spiel leider. Das war nichts! Nicht gut? Schüttel es ab! Beschleunigen wir das! Ihr geht zu Boden! Guter Schlag! Schüttel es ab! Guter Schlag! Da hat uns der Chirurg einfach seine Nichte. Halt durch! Seine Nichte sei schon vergiftet. Und jetzt hast beeilen. Du die Oberhand! Halt durch! Jetzt hast du die Oberhand! Nicht gut. Oh. Dann beschleunigt. Das ist mein Mann! Sehr schön. Da, schau mal, wie viele noch kommen. Was? Und dann brauchst du einen. Das ist eine Jägerin. Auf dem Rücken! Auf dem Rücken! Halt durch!
Guter Schlag! Kannst nicht gewinnen, ohne einzustecken! Jetzt hast du die Oberhand! Kannst nicht gewinnen, ohne einzustecken! Ja, gib's ihm! Halt durch! Jetzt hast du die Oberhand! Boom! Das ist mein Mann! Kannst du noch so viel? Wir haben einen Champion! Noch so viel Rauchbomben werfen. Das Turnier. Was gewinne ich? Bin ich gespannt. Ob sich's gelohnt hat dafür der ganze Aufwand. Sieht man gar nicht. Sagt er mir nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann wollen wir nach New York. Gehen mal zu der Hafenmeisterei, die kommt mir immer am mittigsten vor eigentlich. Tja, da ist die erste Mission noch gar nicht weit. Schauen wir mal, was das ist. Die Lieferung aus Paris, hä? Ich möchte nach einem Paket aus Frankreich fragen. Es ist bestimmt für einen Lance O'Donnell. Das wurde vor ein paar Tagen schon von seinem Lehrling abgeholt. Patrick O'Hara. Patrick O'Hara ist nicht mehr der Lehrling von Mr. O'Donnell. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Klar, der hängt in letzter Zeit immer an den Docks rum. Dort findet man ihn. Hier, nehmt die Seiten und versteckt sie. Dieser Kerl darf sie nicht bekommen. Der Patrick O'Hara wieder. Andauernd macht der Schwierigkeiten. Den bräuchte ich auch mal in einem Boxturnier, glaube ich. Dem eine ordentliche Lektion erteilt wird. Scheinbar ist ja eh alle um, oder wie? Ja, es ist ein bisschen doof, dass der ins Wasser gefallen ist. Dachte ich mir schon, dass ich es jetzt neu machen muss. Naja, egal. Werden wir auch noch hinkriegen. Keine Gefahr, stimmt nicht.
Arihon mag Hunde, aber... So. Die Pläne zu Lance bringen. Aber der Lance ist halt sicher nicht hier. Bin ich mir jetzt zu 100% sicher. Da, können wir uns hier gleich unseres Bekanntheitsgrades entledigen. Hier scheint auch wieder ein bisschen Leben in die Ruinen gekommen zu sein. Mehr Leute, die da dran arbeiten, finde ich, als die letzten Male. Und wir haben ja eigentlich auch alles Pockenmäßige vernichtet und dagegen gekämpft. Das Paket in Besitz nehmen, okay. Es wäre verbrannt, hätte man es nicht versteckt. Achilles wird sich freuen. Das klingt gut, ja. Dann wollen wir mal Achilles das Paket bringen. Und dem anderen... auch sein Paket. Beide warten sie auf ein Paket, ne? Ja doch, der sitzt da schon. Ich habe das Gemälde für dich besorgt. Brauchst du Hilfe beim Aufhängen? Vielleicht noch nicht. Und dann damit? Irgendwie eine komische Aussage. Vielleicht noch nicht. So, 100 Meter entfernt. Sitzt am Dach rum. Ich habe die Pläne. Wofür sind sie denn? Du hast sie! Das, Connor, sind die Baupläne für einen Klappstuhl. Genial! Du wirst es nicht bereuen.
Ein Klappstuhl. Wir haben mal keine Mission hier mehr. So, dann wollen wir schauen, ob es hier die nächste Templer-Mission schon gibt. Weil ich gehe eigentlich schon davon aus. Biddles Versteck wollen wir mal aufsuchen. Siehst du die Ratte, Captain? Ja. Irgendwas, Captain? Nördlich von hier. Dann wollen wir da, glaube ich, hin. Auf geht's. Alle auf Gefechtsstationen! Der hier hat die Drehbass ja wieder richtig gut in der Hand. Steht wieder 3 Meter daneben. Die Randolph! Der Randolph hinterher, ja. Achso, wir müssen wieder mit Ketten geschossen. Was hat das Wiesel vor? Notanker luftwärts, Captain! Kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat! So, dann wollen wir Randolph mal hinterher. Lasst euch gefasst! Ich gehe mehr über Kriegsschiffe! Eine verfluchte Armada! Ich wusste, er hat was vor. Und er dreht bei, um anzugreifen. Jetzt sind wir dran, Captain! Dann kämpfen wir mit... Kapert die Randolph. Versenkt den Rest. Da gar kein Problem für uns. Wo willst du hin? Wir müssen die Randolph entern.
Nicht so schönes Wetter. Die Randolph ist da hinten! Weiß, wo die Randolph ist, das bringt mir aber nichts. Wenn ich die anderen auch eliminieren soll. Eindeutig zu langsam für die Kriegsschiffe, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich da schneller sein sollte. Moment, da hinten! Wir müssen die Randolph entern! Dran an die. Da, komm jetzt. Thank you.
uns die Welle gut beschützt. So, jetzt kommt her, du blödes Schiff. Ja, jetzt haben wir schon einiges an Salve, wenn das Riesending da rein versenkt. Wie man das hätte in 3 Minuten schaffen sollen, ist mir absolut schleierhaft. So, jetzt soll man die Randolph zerstören. Bringt den Hauptmast zu Fall! Also jetzt mit einer Breitseite ist es genauso. Soll das gehen? Ist halt wieder viel näher dran. Schön. Ihr Hauptmast ist gebrochen. Jetzt haben wir den Furzknoten am Haken. Sie ist unser Männer. Bereit zum Enter. Bitte gehört mir. Wir brauchen mehr Fahrt. Volle Segel. Haken bereit. Zieht sie ran. Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Zog den Bug fest! Entert die Randall! Hey!
mehr, Niklas. Zeig mir, was du kannst. Wieso kommst du überhaupt mit Fäusten zu einem Schwertkampf? Mr. Campbell wird mich reich belohnen, wenn ich ihn von dir befreie. Deine Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du mich verfolgt. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist genauso ein Narr, wie alle sagen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Schmerz und Leid? Ich befreite sie. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte Admiral werden. Na und? Die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann dafür. Der einzige Mann. Und ohne mich wäre die kontinentale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Visionen erkennt ihr Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Lass dir Randolph mit mir sterben. Nimm sie nicht als Beute. Bitte. Bitte. Ich will keine Gnade. Nur mit meinem Schiff untergehen. Ich kann nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Bibel? Du zeigst Gnade im Angesicht des... Ich schätze, das war's dann. Etwas dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain! Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! I've been on the road for many a year. Spend all my money on whiskey and beer. Niklas, bitte andenken. Ja, Synchronisation war nicht so. Aber egal, ich hab's probiert. Ja, eine lange Mission jetzt zum Abschluss von der Questreihe. Dann war's auch wieder mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.